Charlotte Posenenske. Charlotte Posenenske. Charlotte Posenenske. Kann ich sagen, Charlotte Posenenske. Eine ganz legendäre Figur und ich bin wirklich ausgesprochen glücklich, dass wir den Estate, den Nachlass dieser leider viel zu früh verstorbenen Künstlerin dafür begeistern konnten, hier in Zürich tätig zu werden. Posenenske hat schon 1968, nachdem sie eine vielversprechende Künstlerkarriere in Aussicht gestellt bekam, gesagt, für mich ist es erledigt mit der Kunst. Ne? Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Ich habe mein Programm zu Ende gebracht. Ich höre auf. Ne? Diese Größe muss man erstmal haben. Ne? Weswegen hat sie das getan? Weil sie auch davon überzeugt gewesen ist, dass sie nicht in diesen Verwertungszyklus des Ökonomischen hinein sich begeben will. Sie hat ihre Werke auch nie selber hergestellt, die ließ sie immer herstellen. Deswegen können wir heute auch jetzt sozusagen mit dem Nachlass arbeiten und das hier zeigen. Das ist eine großartige, sozusagen konzeptionelle Fügung. Posenenske hat sich mit den abstrakten Elementen der Bauindustrie beschäftigt, Lüftungsrohren vornehmlich. Und wir werden hier einige Skulpturen im Stadtraum sehen, von denen wir auf den ersten Blick nicht wissen oder nicht sicher sind, dass es sich um Kunst handelt. Aber genau um diese Irritation geht es. Wenn dann irgendwie beim Parkhaus die Fuhrer an der Pfingstweidstraße plötzlich irgendwie so ein Rohr rauskommt, so unmotiviert, dann denkt man, hier muss noch was fertig gebaut werden. Aber dem ist nicht so, das ist fertig gebaut, das ist Kunst.